Der Dubot ist ein Roboter für den Schulunterricht. Er verfrachtet das Holzklötzchen genau an die vorher programmierte Stelle. Spielzeug könnte man meinen. Aber dieser Versuchsaufbau der BBS 2 in Leer ist Industrie 4.0. Und eines der Themen, die die zweite digitale Woche im Landkreis Leer anpacken will. Ja, wir haben in Ostfriesland gerade hier eine Veränderung. In Emden bei Volkswagen wird demnächst ein rein elektrisches Auto gebaut werden, was voll vernetzt ist. Und da stellen wir uns natürlich die Frage, was müssen wir tun, um dort die Fachkräfte auszubilden? Was bedeutet das für die Zulieferindustrie? Und darum Stichwort Industrie 4.0, digitale Arbeit. Was heißt das für uns als Landkreis? Was heißt es für Ostfriesland? Die für September geplante Themenwoche soll Antworten auf diese und weitere Fragen rund um die Digitalisierung geben. Geplant sind 12 Veranstaltungen, etwa zu den Bereichen digitale Landwirtschaft, Gesundheitswesen und Virtual Reality. Außerdem gibt es wie im Vorjahr einen Erlebnistag. Besucher können dort Trends aus der digitalen Welt entdecken, darunter den Dubot der BBS 2. Wir wollen Leute, wir wollen Schüler, wir wollen Jugendliche auffordern, so einen Roboter selber programmieren zu können mit kleinen Teach-In-Befehlen. Wir wollen zeigen, was so ein Roboter in so einer Fertigungskette eigentlich kann. Wir wollen zeigen, dass so ein Roboter auch drucken kann heutzutage, 3D drucken kann. Wir wollen mit 3D-Drucksystemen zeigen, wie man möglichst individuelle Produkte für jeden einzelnen unserer Besucher erstellen kann. Meinetwegen einen Einkaufswagen-Chip, wo die Initialien des Jugendlichen drin sind oder die seiner Eltern, oder meinetwegen macht er ein kleines Foto von sich rein, weiß ich noch nicht. Also man kann unglaublich vieles machen, und wir wollen einfach auf der digitalen Woche Industrie 4.0, Handwerk 4.0 zum Anfassen zeigen. Die erste Auflage der digitalen Woche hatte im September 2018 stattgefunden. Zu Fachvorträgen, Fortbildungen und Diskussionen kamen der Kreisverwaltung zufolge rund 3.500 Besucher. Das Thema Digitalisierung ist nicht abgeschlossen, sondern die erste digitale Woche im vergangenen Jahr hat uns gezeigt, ja, dass viel Neugier da ist, dass man Menschen zusammenbringt, dass auch in einer virtuellen Welt wichtig ist, dass man sich miteinander austauscht. Und darum werden wir auch die digitale Woche 2019 stattfinden lassen. Die Themenwoche geht vom 14. bis zum 21. September. Den Auftakt macht der Erlebnistag.